hätte er einen berühmten Tischtennisnamen. Zwei Punkte fehlen ihm. Schola heißt er. Schöler ist der Vize-Weltmeister aus Deutschland. Übrigens 1969 München. Der allerdings, der Eberhard, der spielte Schnittverteidigung. Bienes, Neuzugang, TSV Winsbach, kommt von Dinkelsbühl aus der Landesliga. Hat sein erstes Spitzeneinzel gewonnen gegen Wolfgang Köppel. Er hat gegen so, und jetzt erzähle ich, glaube ich, Mist. Langsam. Ja, er hat. Ich hoffe, ich sage es richtig, gegen Martin Bindertsch verloren. Info ohne Gewehr. Einfach meine Videos anschauen, dann seht ihr es. Und er hat Wolfgang Köppel geschlagen. Komm an! Der hier oben, der aber gegen Bindertsch spielt, im zweiten Spitzeneinzel. Partie müsste eigentlich heute relativ schnell vorbeigehen. Ich weiß nicht, wie ersatzgeschwächt die Münchner hier spielen. Aber sie haben gerade mal ein Doppel gewonnen. Das Einser-Doppel gegen zwei, wenn ich es richtig notiert habe. Also wenn die Winsbacher eines dieser beiden Begegnungen gewinnen, eine dieser beiden Begegnungen, dann sind sie durch. Der geneigte Zuschauer hätte gerne noch etwas mehr gesehen. Das war eigentlich ein Schnäppchen, dieser Aufschlag. Trotzdem geht der Punkt weg. Ballen spielen. Ja.
ums andere Mal macht Schule Aufschläge, das sind regelrechte Einladungen. Aber denn ich kann es nicht nutzen. Liegt mit 2 Punkten hinten im zweiten Satz. Und schon ist er wieder dran. Ausgeglichen 7-7. Setzen.